Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Infected. Heute habe ich mir mal vorgenommen, wir haben hier noch einiges zu tun. Hier fehlt. Ne, hier hatten wir Glas, hatten wir schon reingemacht. Es fehlt ja nur noch die Decke, was wir jetzt noch fertig machen müssen. Und dann wollte ich sagen, gehen wir mal los. Ein bisschen Holz sammeln. Zusammen. Mal wieder so eine kleine Holzfarm-Session. Wo nochmal auch das eine oder andere passieren könnte. Und danach würde ich sagen, wenn wir nochmal die ganzen Mine-Extrahierer ausleeren. Wie meine Energie die ganze Zeit runtergeht. Beziehungsweise meine Geschwindigkeit, wie ich laufen kann. Ausdauer, besser gesagt. Aber wir müssen hier noch die Decken machen. Wenn ich das richtig sehe, haben wir schon wieder einen Besucher. Für mich heute ein bisschen nicht so einfach. Auf die Waffe zu wechseln. Aber mir auf der Tastatur einige Tasten gerade nicht funktionieren. Denk mal, meine Tastatur wird wohl demnächst sagen, ich habe keine Lust mehr. So, erstmal machen wir daraus Bretter. Nur damit wir das hier mal fertig machen können. Und dann können wir jetzt mal hier reinlaufen, um die Sachen reinzubringen. Zum Beispiel hier. Können wir mal hier mit die Bretter alle hier nehmen, was wir haben. Dann fangen wir hier vorne gleich an. So, und dann können wir wieder Holz hacken gehen. So. Gehen wir hier so ein bisschen mal. Hier sieht es noch ein bisschen dichter bewaldet aus. Zack. Bäumchen fällt. Perfekt. Ist ja nicht der einzige Baum, den wir fällen müssen, damit der Wagen voll ist. Wir müssen ein paar mehr fällen. Wir werden auch noch, denke ich mal, in den nächsten Folgen werden wir noch mal Loot-Touren machen in den Dörfern, wo wir noch nicht waren. Um noch mal abzuchecken, wo fehlt uns noch was. Also, ein wissen wir ja so oder so. Der ist abgehakt. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich zeige euch gleich mal auf der Karte, wo, wenn ich die drei abgelegt habe. So, gucken wir mal hier rauf. Also wir haben dieses Dorf haben wir. Bei dem bin ich mir unschlüssig, weil ich meine, da hatten wir auch beide. Und bei denen hatten wir auch beide. Bedeutet, den hatten wir bei denen nur ein. Richtig. Oder nicht. Das finden wir heraus. Wir können hier mal 10. Hier haben wir einen. Da. Das heißt insgesamt schon mal 5, 6, 7. Ja, 7. Und 8 hätten wir gebraucht, sozusagen, wenn wir wirklich durch wären. Und das muss eigentlich dieses eine Dorf gewesen sein. Was ich als letztes gezeigt habe. Da müssen wir dann nochmal hingehen. Und dann müssen wir noch die anderen Dörfer auch nochmal abchecken. Ich möchte endlich die verbesserte Werkbank. Und die kriegen wir nur, wenn wir die Dörfer auch machen. Wir können auch jetzt. Wir machen jetzt eben den Kahn hier noch voll. Dann packen wir das alles rein.
Wollte mit rechter Maustaste aufheben, weil ich das jetzt gerade gewohnt war vom Abladen. Wir machen uns jetzt gleich Nahrung und so fertig und dann gehen wir los Richtung den einen Dorf. Na, will den Wagen nicht. Meistens bin ich zu übereifrig hier mit den Schlagen oder besser gesagt mit den E-Drücken. Dass wir zu schnell sind. So, nehmen wir nochmal die drei hier runter. Dann gehen wir hier mal rein. Machen hier schon mal die ersten fertig. Dann hier und hier fehlen dann noch mal zwei. Alles nicht so schlimm. Hier hin brauche ich einmal für unterwegs. Müssen wir darauf achten. Einmal Wasser. Können wir auch hier mal eben trinken. Können wir das mal eben auffüllen mit schmutzigem Wasser. Wollte ich mir auch noch eine zweite von machen, meine ich. So. Einmal füllen. Dauert immer ein klein bisschen, bis man das aufgefüllt hat mit der kleinen Kanne. Da werden wir uns noch eine zweite von den großen holen, dann ist das schneller. Eine für Schmutzwasser und eine für das reine Wasser. Oder saubere Wasser. Dann haben wir da nicht mehr so das Problem mit. So, einmal noch rein. Fertig. Können wir auch gleich mal eben Feuer anmachen. In der Zeit wollte ich hier draußen mal eben gucken. Kartoffeln sind fertig. Das Kürbischen auch. Ernten wir mal eben. Pflanzen auch gleich nochmal neu den Melonsamen an. Ich hab doch eh Schmutzwasser hier drin. Das kippt mir da mal rein. So. Sollte bis zum Regen reichen, hoffe ich. Wo war ich? Genau, ich habe jetzt da was eingesammelt. Hab ich alles jetzt dafür dabei? Eier habe ich zwei. Eine Zwiebel und Kartoffeln habe ich auch. Mir fehlt jetzt nur noch eine Leber und ein Stück Fleisch. Merkwürdig, wie er sich da hinstellt. Oh, unser Inventar voll. Jetzt oben hin. Durch die Bärenhaut. War doch so, oder? Ich gucke nochmal eben nach. Das Rezept dazu. Essen und Trinken für Gulasch. Fleisch, Leber, Kartoffel, Zwiebel. Fleisch, Leber, Zwiebel und die Kartoffel herstellen. Und für den anderen. Einmal Melonen, Pilze, drei und zwei Eier. Zwei Eier. Davon drei Stück. Nehmen wir mal eben hier so drei runter. Gulasch und die Melone. Dann sollte es eigentlich schon passen. Herstellen. Haben wir die Ration auch wieder fertig. Hatten wir doch hier irgendwo mal abgelagert. Ich weiß noch nicht mehr wo. Da. Können wir die übereinander stacken? Ja. Perfekt. Was ist denn das Beste, was man hier machen könnte? Aber dafür brauchen wir halt auch immer wieder die Melone, Eier, natürlich auch Kartoffeln und Zwiebeln.
Kartoffeln, Zwiebeln sehe ich jetzt nicht das Problem drin. Ich sehe eher bei den Eiern das Problem. So, einmal das saubere Wasser rausnehmen. Wir löschen das Feuer. Nehmen hier zweimal getrocknetes Fleisch mit raus. Hauen uns auch gleich mal was rein. Gurkemäßig mal ein bisschen. Das gibt sogar Energie wieder, Kartoffeln so zu essen. So sehen wir auf jeden Fall sehr gut aus. Dann nehmen wir mal jetzt die Kisten. Die nehmen wir natürlich wieder mit. Dass er wieder hier nicht snappen möchte. Weiß auch nicht, warum er das immer hat. Problem. Hat er irgendwie komischerweise immer nur bei den einen Wagen, ne? Also er will hier nicht wirklich snappen. Hier ja. Dann nehmen wir doch mal eben den Teddy raus. Packen den da rein. Wechseln wir mal eben die Wagen einmal durch. Fertig. Einmal Hände waschen. Wir haben ja uns dreckig gemacht. Dann gehen wir gemeinsam los. Stöcker sollte man mal eben drei aufsammeln. Ach, vielleicht finden wir unterwegs noch einen. Dann gehen wir jetzt hier hin. Oder besser gesagt in die Richtung. Zu dem Dorf. Dann machen wir in dieser Folge das Dorf. Ja, machen wir eine Dorffolge. Einmal schön spazieren gehen durch den Wald. Also bis jetzt weiß ich halt Bären und Wölfe und Alligatoren. Das sind unsere Themen, wo wir drauf aufpassen müssen. Vampires natürlich auch. Ich weiß aber nicht, ob es halt noch mehr von Tieren gibt, wo wir noch ein bisschen mehr drauf achten müssen. Werden wir wohl alles so nach und nach mal rausfinden. Was ich auf jeden Fall möchte, erstmal an den See hier vorbei. Auf Krokodilen habe ich jetzt nämlich nicht so Lust. Könnten wir gebrauchen wegen größeren Rucksack. Aber dafür müssen wir die auseinandernehmen. Und irgendwie habe ich dann so Angst, ne? Dass ich sterbe dabei. Vielleicht mal Pfeil und Bogen sollten wir uns vielleicht mal machen, ne? Solange wir noch keinen Metallspeer können. Oder Stahlspeer, besser gesagt. Laufen auf jeden Fall richtig. Bei rein theoretisch Pfeil und Bogen auf den Krokodilen, Alligatoren. Gehen wir davon, das sind Krokodile. Den Krokodilzaun. Sollten jetzt auch nicht so unbedingt perfekt dafür geeignet sein. Haben noch ein Stück vor uns. Eigentlich wäre es ja cool gewesen, wenn wir da auch in der Hände da hinten irgendwo wohnen würden. In der Nähe von dem See. Aber ich hatte Angst wegen den Vampires. Wir haben einmal hier das Dorf noch. Dann haben wir hier oben rechts. Dann hier in der Mitte.
unten oben links haben wir noch ein Dorf. Dann haben wir alle Dörfer. Also insgesamt 4 Dörfer zum Plündern. Nur ich bin jetzt halt bei denen hier noch unsicher, ob wir da alles gemacht haben. Wenn nicht, dann ist es nämlich dieses Dorf hier unten, wo wir noch nicht durch waren. Das werden wir aber erst rausfinden, wenn wir da wirklich auch durchgegangen sind und geguckt haben, ob wir da alles haben. Ich meine nämlich, wir haben dieses Dorf als zweites gemacht, wo wir jetzt drauf hinlaufen. Kann mich natürlich auch irren. Und wenn wir das als zweites gemacht haben, dann haben wir definitiv vergessen, die 2 zu sammeln. Beziehungsweise die 2 Tech-Bücher. Werden wir aber sehen. Wenn es halt so, wenn jetzt hier nichts ist mehr, dann wissen wir, dass es auch abgehakt. Dann kann es nur noch das hier unten sein. Hier hatte ich definitiv 2. Und unten rechts auch. Also ist es eigentlich nur dieses Dorf, was halt dafür in Frage kommt. Für mich. Oder halt das hier in der Mitte. So, einmal hier auf die Straße. Dann nach links abbiegen und die Straße verfolgen. Und auf der rechten Seite ist das Dorf. Und wenn wir hier fertig sind, können wir ja auch noch dahin laufen. Machen wir das Dorf auch noch gleich. Dann haben wir nur noch links oben und rechts oben. Wenn wir die alle hier abgehakt haben, die 3, dann juckt uns das erstmal nicht mehr. Wir haben alles. Wir können alles sozusagen. Dann gehen wir dann nur noch hin, um einfach mal so eine Loot-Tour zu machen, um Benzin zum Beispiel für unsere Generatoren zu bekommen. Da wir ja. Oder halt Stofffetzen für Rüstung. Wir können ja noch nicht alles herstellen. Aluminium können wir da auch noch finden. Wir haben noch keine Aluminiumader. Könnten natürlich hier nochmal einen Bohrer hinstellen oder hier. Also eigentlich jede Höhle soll einen Bohrer haben und wir markieren uns später, wo was ist. Und am Ende gehen wir dann immer so hin, wo wir gerade die Sachen von benötigen. Mein Plan ist es jetzt bei dem Haus, dann hier rüber, dann da, dann da, dann da, dann da. Dann haben wir die eine Seite schon mal abgehakt. Wäre meine Idee. So, hier in dem Bücherregal ist schon mal nix. Wir haben hier Tierfett und Gurkensamen. Samen können wir eigentlich weglassen. Bin der Meinung, wir haben alles an Samen zu Hause und wir müssen jetzt nicht 10.000 davon haben. Es sei denn, wir wollen nochmal ein riesiges Feld errichten. Bin mir noch unschlüssig, aber dann können wir die immer noch sammeln. So, Erste-Hilfe-Kästen. Bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob wir die mitnehmen müssen. Da wir ja eigentlich die so gut wie nie verbrauchen oder benutzen. Knochen ist auch so eine Sache. Ich glaube, wir hatten bis jetzt noch kein Rezept mit Knochen, wofür die gut waren. Vielleicht sehen wir oder finden noch eins, aber. Und das wird die Zukunft zeigen. So, jetzt hier von Zimmer zu Zimmer einmal durchgucken. Verdorbenes Essen, na super. Mir nichts anderes gewünscht. Dann ist dieses Haus abgehakt. Wir machen wieder unsere altbekannte Technik. Wir machen Türen auf. Als Zeichen, da waren wir. Da brauche ich nicht mehr rein.
Den Grund werden wir das jetzt auch in den nächsten Folgen hier fertig machen, dieses Dorf. Oh, hier schön die Kartoffel aufsammeln. Glas. Braucht man auch weniger schmelzen. So, ich nehme mir trotzdem meine Waffe in die Hand. Auch wenn das hier gerade so lieb aussieht. Ich habe trotzdem Bedenken dabei. Wo haben wir hier Tuch und Plastik? Und ich war natürlich so clever und bin mit vollem Inventar hier rein. Warte mal, diese Tür machen wir noch zu. Erste-Hilfe-Kit rein. Noch ein packen wir auch schon mal rein. Glas genauso. Das machen wir gleich. Machen jetzt erstmal hier dieses Haus fertig. Weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Hier waren wir schon einmal. Hier waren wir. Plastik wollten wir hier mitnehmen. Und dann sind wir einmal durch den Haus. Wieder kein Techbuch. Und da oben drauf kommen wir eh nicht. Hatten wir ja in einer Folge schon getestet. Also unnötig, da hoch zu springen. Gerade Sachen, die sich nicht stacken lassen, müssen wir mal aufpassen, dass wir die nicht in meinem Inventar haben. Verbände zum Beispiel sind ein Stack voll. Brauchen wir nicht nochmal im Inventar. Samen packen wir jetzt auch mal rein. Falls wir wirklich Platz brauchen, sind das die Samen, die was als erstes wegfallen bei uns. Nehmen hier auch den Stack raus. 5 reichen unseren Inventar. Und dann geht's weiter. Die Tür auf. Wir nehmen unseren Kahn. Dann gehen wir doch zu denen, dann da, dann da, dann da. Die wir. Das hatten wir auch so geplant, meine ich. Oh, da meckert unser inneres Ich schon wieder. Wir haben Durst. Da kann ich auch gar nicht verübeln. Bestimmt auch gar nicht so schlecht, mal was zu trinken. Wir haben ja alles, ne? Also hier war nichts mehr. Hier lag nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Da ist nichts. Und so weiter. Dann können wir weiter. Nächster Haus. Mach ich doch jetzt dieses. Ja, komm, machen wir. Wartest du bitte? Warte. Hab gesagt, warten. Ich muss doch erstmal meine Waffe kommen, Mensch. Das ist ein bisschen hinderlich für mich gerade. Aber was will ich machen? Hätte jetzt sonst für morgen, also an den Tag, wo ich jetzt gerade aufnehme, die kommt ja schon morgen die Folge an einen Samstag. Ich nehme das heute mal an einen Freitag auf. Normalerweise nehme ich einen Sonntag auf. Hätte sonst für morgen keine Sinfected-Folge. Somit mache ich jetzt gerade erstmal die Produktion wieder. Bin ja offen und ehrlich. Ich hatte halt ein Problem bei dem Spiel beim letzten Mal aufnehmen und hatte ich das Spiel ausgemacht und dann hatte ich kurze Zeit keine Lust. Und dann hatte ich es wieder angemacht. Also heute. Wieder. Und das Problem ist weg. Also das war einfach nur nicht das Problem von dem Spiel, sondern mehr so mein Problem, weil meine Tastatur da schon Anzeichen gemacht hat. Die sind mir aber jetzt erst im Nachhinein aufgefallen, leider. Neue Tastatur ist schon eigentlich mit in der Bestellung.
Und dann geht das eigentlich wie gewohnt weiter. Ist dann auch angenehmer, wieder dann zu spielen. So muss ich halt ein bisschen scrollen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Also, ich sehe es jetzt nicht so schlimm. Wir werfen mal wieder Sachen raus. Das meine ich jetzt mit den Samen. Die nehmen uns ziemlich viel Platz im Inventar. Weiß auch noch nicht, was ich mit der Kartoffelpaste herstellen kann. Am Ende. Mal auch noch mal rausfinden. Dieses Haus haben wir. Dann zu dem Haus. Dachte mal, dass es halt das Pechbuch ist. Ich würde jetzt gerne mal was wissen. In dem Patch Note stand, dass sie sich nicht mehr unnötigerweise teleportieren. Die Vampis. Das heißt, wenn sie feststecken, dann teleportieren die sich. Weiß jetzt nicht, wie das halt beim Haus gehandhabt ist. Ob die dann sich sonst wohin teleportieren, nur nicht dahin, wo ich bin, oder ob die sich halt durch die Wand einfach durchteleportieren und dann in Haus sind, wenn ich die Tür offen habe. Das war nämlich in den letzten Update bzw. Patch drinne. Das mit den Minibossen, der Patch, der war sogar davor, also an dem Tag, wo wir das erste Mal die Vampis, also Minibosse gesehen haben, waren die eigentlich noch frisch bei mir. Gab es da vorher nicht. Meine Meinung halt noch dazu ist halt noch zu häufig die Vampis, also besser gesagt die Bosse. Wir haben sie aber auch jetzt seitdem nicht mehr getestet, ne? Also könnte jetzt schon wieder anders sein. Müssten wir wirklich mal durchtesten beim nächsten Mal. Oder in einer kommenden Folge irgendwann. Jetzt haben wir hier dieses Haus. Ölkanne. Elektriksachen. Da liegt halt hier so ein Buch. Ich dachte schon, es wäre es jetzt. Wir hätten es. Dann hätten wir nämlich das Suchen hier aufgeben können. Aber leider ist dem nicht so. Falls ich es wirklich mal irgendwas übersehen habe in irgendeinem Dorf. Könnt ihr das auch gerne mal schreiben? Am besten dann halt unter dem Video einmal runterschreiben bei Minute XY. Da hast du zum Beispiel das Techbuch vergessen. Das hilft natürlich auch weiter. Nur wenn ihr Lust habt. Sonst, ich suche auch gerne. Natürlich auch. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Was kann ich verbessern zum Beispiel? Würde ich ja gerne immer wissen. Werde ich aber, denke ich mal, nochmal in der nächsten Folge weiter drauf eingehen. So. Einmal hier. Einmal guckt, hier ist nichts. Ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Wie gesagt, also definitiv, wenn ihr Anregungen habt, was kann ich verbessern, was gefällt euch gerade aktuell nicht beim Let's Play, einfach mal reinschreiben. Und ich werde versuchen, das dann halt umzusetzen, auch ein bisschen für euch anzupassen.
spiele das Spiel aus Leidenschaft. Es macht mir Spaß, also. Es macht mir jetzt sehr viel Spaß, eigentlich dieses Spiel zu spielen. Und wenn ihr dann halt so eine Idee habt, was könnt ihr nochmal testen auch bei den Spielen? Weil ich meine, es hat ja Potenzial, das Spiel. Könnt ihr das gerne reinschreiben? Bin da offen. Noch ein Splitter habe ich hier nicht drin, aber Talg. Dann haben wir das hier eigentlich schon wieder voll. Dann werden wir auch wieder angegriffen. Das war eng. Denn wir dürfen jetzt mal eben craften. Derzeit. Einmal hier eine neue Waffe herstellen. Da einen runter. Da brauchen wir 5, glaube ich, davon. Mal so. Hier auf jeden Fall 3. Ich packe jetzt nach und nach drauf. Sind 5 Stück. Auch wenn ihr halt einen Tipp habt, wie zum Beispiel dieses Auseinandermachen von den Stack schneller gehen könnte oder geht, könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Dann werde ich das natürlich dankend annehmen und auch umsetzen. So, wir haben die erste Hälfte hier fertig. Jetzt testen wir es, komm. Wie sieht's aus? Portet er sich hier rein oder? Ah, Pathfinding? Klappt schon mal. Gut, die KI könnte noch einen kleinen Ticken schlauer. Aber man möchte sie auch nicht zu schlau, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt in der nächsten Folge das nächste Abteil des Dorfes und dann gehen wir nochmal hier hoch. Und ich würde sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!